Ich bin total glücklich, dass ich heute mit Gerald Hüther hier im Gespräch sein darf über das neue Buch Education for Future. Ein ganz spannendes Buch mit einer ganz spannenden Autorenteam, wo wir nachher noch drauf eingehen werden. Ja, ich bin sehr berührt gewesen schon, als ich das Buch hineingeschnuppert hatte und immer wieder sind Punkte gekommen, wo ich dachte, wow, da ist so viel drin, da ist so viel Leben drin. Es ist wichtig, dass wir darüber reden und dass wir das auch den Leuten, den Freunden vom Feuervogel und darüber hinaus zur Verfügung stellen. Also ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Und ich freue mich auf ein angeregtes Gespräch, wie schon bald, schon immer mal wieder. Genau, danke Ja, dir. sehr gern, Christoph. Und, wir gucken mal. Das Buch ist entstanden aus meiner tiefen Überzeugung, dass sich in unserem Schulsystem etwas ändern muss, aber eben doch sehr grundsätzlich. Also ich glaube nicht, dass sich das mit kleineren Reformen, die wir da alle immer wieder versuchen und auch in der Vergangenheit versucht haben, dass sich das ändern kann. Und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben mit zwei Mitautoren aus Leipzig, die in dem Bereich tätig sind. Man würde das so Nachmittagsbegleitung von Schülern nennen, wo die den Schülern zeigen, wie begeistert man bestimmte Dinge machen kann. Der eine ist Graffiti-Sprayer und der andere ist Ja. Lapdancer. Ja, Und die genau. haben eine kleine Firma gegründet und das funktioniert wunderbar. Die können tatsächlich Schüler wieder sozusagen wiedererwecken aus diesem Schultrott. Und selbst die Lehrer sind plötzlich ganz begeistert, dass der kleine Paul plötzlich aufgewacht ist und jetzt auch Mathe lernen will, weil er das so toll findet. Und er auch merkt, dass er da ein bisschen was berechnen muss, wenn er so ein Graffiti malen will. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und das Buch besteht eben aus zwei Teilen. Einen, in dem ich sehr grundsätzlich nachgehe, was denn überhaupt Bildung sei und ob das, was wir in unseren Schulen machen, irgendwas mit Bildung zu tun hat. Jawohl. Damit das nicht so stehen bleibt, haben die anderen beiden dann eben eine ganze Menge so praktische Beispiele gezeigt, die dann auch deutlich machen, dass es tatsächlich auch anders geht, dass man Bildung auch anders denken kann. Die eigentliche Zielgruppe sind die Eltern, weil ich glaube, dass wir diese tiefgreifenden Verwandlungsprozesse, die wir in der Schule brauchen, nur hinbekommen, wenn sich immer mehr Eltern besinnen und das auch einfordern. Die Politik würde es schon machen. Das ist nach meinen Erfahrungen immer wieder so gewesen, dass die Politiker gesagt haben, ja, im Prinzip könnte man das schon machen, aber wenn wir jetzt solche Veränderungen einführen, also nehmen wir so ein Beispiel, wir schaffen die Schulpflicht ab oder wir schaffen die Zensuren ab. Da gehen uns die Eltern an die Decke und nicht nur die Ja. Eltern, sondern die gesamte Bevölkerung. Und dann ist der betreffende Politiker in kürzester Zeit abgewählt. Ja, So, genau. das haben wir ja auch schon mehrfach erlebt. Und deshalb, glaube ich, ist der Schlüssel für die tiefgreifende Transformation dieses Bildungssystems, das sind die Eltern. Und die müssen wir irgendwie erreichen. Wir müssen irgendwie erreichen, dass Eltern anfangen, sich Gedanken zu machen, ob das, was die Kinder und Jugendlichen in der Schule lernen, ihnen tatsächlich hilft, später ihr Leben so zu gestalten, dass es auch, wie wir das nennen, gelingt. Du hast geschrieben oder ihr habt geschrieben in dem Buch, dass um aus so einem Steady State oder aus so einer etwas starren Struktur herauszukommen, dass es da eine Krise braucht oder dass es da Krisenmöglichkeiten ermöglichen, neue Wege einzuschlagen. Ist die Krise schon da? Ist das auch bei den Eltern wirklich angekommen oder ist das so, erhalten sich die Strukturen so stark, dass man meint, man könnte im Status quo weitermachen. Naja, wir haben jetzt mit der Corona-Situation haben wir schon eine besondere Lage, nämlich dass so bestehende Muster, also die Kinder werden morgens in die Schule gebracht und kommen gegen Abend wieder, Ja. funktionieren ja alle nicht mehr. Wir sehen auch, dass Eltern plötzlich merken, wie bedeutend die Aufgabe ist, die die Schule da übernimmt, und sei es auch nur, dass die den ganzen Tag aufbewahrt sind. Wir sehen aber auch Schüler, die plötzlich entdecken, was selbstbestimmtes Lernen heißt. Also die
können ja von der Schule nicht alles so vorgeben. Und da sind jetzt doch eine Genau. ganze Reihe von Schülerinnen und Schülern dabei, die anfangen, sich mit bestimmten Themen zu beschäftigen. Also nehmen wir sowas wie Photosynthese oder Ja. Integralrechnung. Und dann suchen die im Internet rum und dann finden die in der Khan Academy oder in anderen Plattformen plötzlich Ja. Beiträge, wo sie in kürzester Zeit erklärt bekommen, wie das mit der Photosynthese geht. Und dann haben die das auch verstanden. Und das Ja, finden die cool. toll, so zu arbeiten. Ich weiß gar nicht, ob die dann so ohne weiteres bereit sind, sich wieder in so eine Schulklasse zu setzen und sich da erzählen zu lassen, wie das mit der Photosynthese und der Integralrechnung geht. Und das sind schon alles sehr interessante neue Erfahrungen, die da von den Eltern, auch von den Lehrern und den Schülern gemacht werden. Und was man wohl braucht, damit sich etwas ändert, ist, dass man aus einem Erfolgsmuster aussteigt. So, und solange das, was bisher gelaufen ist, immer noch so verkauft wird, als sei es doch gar nicht, da gibt es keinen Grund. Das ist ähnlich wie mit uns, wenn solange ich als Hirnforscher so unterwegs bin und mir alle sagen, das ist doch ganz gut, was du machst, wozu soll ich da irgendwas ändern? Ich brauche Ja. eine Erschütterung. Also ich brauche Genau. eine Erfahrung, wo ich plötzlich merke, hey, das ist vielleicht ganz gut. Und das bringt die alten Muster im Hirn durcheinander. Das Jawohl. heißt, so wie bisher geht es da nicht mehr weiter. Da kommt Unruhe ins Hirn. Wir nennen das Kohärenzstörung. Also das, was das Hirn normalerweise versucht, ist ja, dass es alles so zu organisieren versucht da oben, dass das gut zusammenpasst, weil da auch die wenigste Energie verbraucht wird. Und wenn das durcheinander kommt, wird das inkohärent und dann muss man versuchen, eine neue Ordnung zu finden. Wieder in die Jawohl. alten Muster zurück geht ja nicht, weil da hat es ja nicht funktioniert und da ist dann immer so eine, nennen wir es mal so eine innere kleine Erschütterung, die Voraussetzung dafür, dass was Neues entstehen kann. Das ist das, was die Chinesen damit meinen, dass sie sagen, in jeder Krise steckt auch eine Chance. Ob diese Krise, die wir jetzt erleben, schon eine Chance ist, glaube ich eher nicht, das ist noch zu wenig. Es sei denn, das dauert wirklich noch ein halbes Jahr oder Jawohl. länger. Die Chance, die da besteht, ist aber, dass es das System noch weiter aufweicht, dass noch mehr kritische Fragen gestellt werden und dass dann doch vielleicht immer mehr Eltern anfangen, etwas anderes einzufordern, was in der Schule passieren soll, als das, was da im Augenblick passiert. Denn der Marcel Heinrich und der Mitch Senf, die haben ja in ihrer praktischen Tätigkeit bei den Schülern erlebt, dass sie Begeisterung wecken konnten. Und die Kinder haben jetzt in dieser Krise gemerkt, dass Schule anders sein kann, dass man schneller lernen kann, dass man einfacher lernen kann, mit Begeisterung das zurück in den Status quo, in die Normalität von vorher, ist schwierig vielleicht. Du sagst, dass die Krise vielleicht noch zu gering ist, aber die Hoffnung besteht ja. Ich meine, das ist ja die Ausgangslage. Wohin gehen wir, ne? Ja, man muss ein bisschen aufpassen. Die Lehrer werden im Augenblick, zumindest hier in Deutschland, ja ohnehin sehr gebasht. Also denen wird ständig vorgeworfen, dass sie inkompetent sind und dass sie nicht mal richtig die digitalen Medien bedienen können. Also vielleicht muss man das an der Stelle einfach erstmal vorwegschicken, dass die natürlich einen tollen Job machen und dass die irgendwie natürlich versuchen, das so gut wie möglich zu machen und dass sie aber auch Gefangene dieses Systems sind. Weil Ja, genau. sie haben ja auch keine großen Freiheiten. Sie müssen ja das umsetzen, was im Lehrplan steht und haben da sehr enge Vorgaben. Und insofern muss man sich nicht darüber wundern, dass sie erstens nicht so unterrichten können, wie sie das vielleicht könnten. Und dass auch viele von ihnen dann auch resignieren angesichts dieser Situation. Ja. Und dann geben sie auf und das ist dann natürlich ganz ungünstig für die Schüler, weil ein Schüler merkt sehr genau, ob dem Lehrer das Freude macht, was der da tut. Ja, klar. Und wenn dann solche Leute von außen kommen, wie Mitch Senf und Marcel Heinrich, und dann plötzlich mit den Kindern mit ihrer ganzen Begeisterung was machen, also die haben ja ein Unternehmen gegründet, das sind also nicht nur die beiden als Graffiti-Sprayer und als Rap-Dancer unterwegs, sondern die suchen sich in ganz Leipzig Leute, die irgendwas besonders gut können und was mit Leidenschaft machen. Das kann auch Backen sein oder
ein Handwerk, was die machen. Und dann gehen die dahin und erzählen denen das. Und das steckt immer einen Großteil der Kinder an. Auf alle Fälle sind sie alle mit bei der Sache. Und manche fangen sich dann auch an, dafür richtig zu interessieren. Das ist richtig Begeisterung, die in den Kindern geweckt wird. Und das ist ein schönes Zeichen, weil es heißt, dass es immer noch geht. Obwohl die bisweilen sehr weit unterdrückt ist, diese Begeisterungsfähigkeit. Jedenfalls in der Schule. Und auch die Plattformen wie die Khan Academy oder wie alles hier heißen, die haben es auch leichter. Auch Nachhilfelehrer haben es leichter. Und die können eben mit den Kindern anders arbeiten. Und deshalb ist es kein Wunder, dass da bei denen auch mehr rauskommt. Ja, aber das ist ja eher wieder ein Zeichen dafür, dass an dem ganzen System etwas schief ist. Ja. Und die Lehrer dann mit drin stecken. So, und natürlich kann ich mir vorstellen, dass man auch Lehrer so ausbilden kann und dass die auch so arbeiten können. In manchen Schulen geht das ja auch, es ist ja auch nicht überall so. Aber in der Tendenz wird eben diese Begeisterungsfähigkeit der Lehrer gebrochen an den Vorgaben, die sie alle zu erfüllen haben. Und im Grunde genommen geht es sogar den sogenannten freien Schulen so, wenn die wirklich einen ganz anderen Weg gehen wollen, am Ende müssen sie mit ihren Schülern doch durch den Flaschenhals der staatlichen Vorgaben. Genau. Und dann ist das alles schnell wieder zu Ende, was da vorher an großartigen Freiheiten erkämpft worden ist. Und deshalb glaube ich, wir brauchen da irgendeine grundsätzliche Diskussion. Und um das Ganze so ein bisschen zu provozieren, habe ich dann einfach gesagt, dann lass uns doch mal genau angucken, was die Schule eigentlich macht. Ist das überhaupt Bildung? Jawohl, genau. Wir finden uns ja einfach damit ab und übernehmen dieses Gerede, dass das, was in der Schule stattfindet, also das Abarbeiten dieser Lehrpläne, dass das was mit Bildung zu tun hat. Nein, hat es nicht. Das ist Ausbildung. Ja. So, und daneben hat die Schule noch eine Aufgabe, die wir jetzt in der Corona-Krise ganz besonders deutlich zu spüren bekommen haben, nämlich Aufbewahren. Ja, richtig. Betreuung heißt das dann, aber jedenfalls, damit die Eltern tagsüber ungestört arbeiten gehen können oder was immer sie da machen wollen. Das ist die zweite Aufgabe. Und dann gibt es noch die dritte Aufgabe der Schule, das ist Selektion oder Allokation, wie das manchmal heißt. Also da sollen die Besseren von den Schlechteren aussortiert werden und das macht man dann mit Hilfe der Zensuren und der Abschlussexamen. Genau. Und wie wichtig dem System das ist, sieht man wiederum daran, auch wieder in Deutschland sehr schön, dass nach der Corona-Krise, als die Schulen wieder aufgingen, wen haben sie zuerst reingeholt? Diejenigen, die ihre Prüfungen machen mussten. Ja, genau. Nicht diejenigen, die am weitesten zurück waren und jetzt vielleicht einen Sonderbonus gekriegt hätten kriegen müssen, damit sie aufholen. Nein, es geht erstmal primär um die Abschlussprüfungen, es genau, geht um die Aufbewahrung und dann erst kommt das, was man aber auch gar nicht Bildung nennen kann, sondern Ausbildung. Da geht es um den Erwerb von Qualifikationen für eine erfolgreiche spätere Berufsausbildung und Berufsausübung. Bildung ist was ganz anderes. Bildung ist ja viel mehr. Bildung ist ja etwas, was jedes Kind braucht, um sich später im Leben zurechtzufinden und nicht nur, um irgendeinen Beruf auszuüben. Also Bildung heißt, da müssten diese, kann man so schön neurobiologisch erklären, diese sogenannten exekutiven Frontalhirnfunktionen, die müssten alle hinreichend gut herausgebildet werden. Das ist also die Fähigkeit, Handlungen zu planen, Folgen abschätzen. Mein Impuls, der da hochkommt, auch eine Zeit lang kontrollieren, damit man nicht gleich alles umsetzen muss. Ein bisschen Frust auszuhalten, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, Verantwortung übernehmen zu können. Das ist alles Bildung. So, und das kann man alles nicht unterrichten. Stellen Sie sich mal vor, ein Unterrichtsfach in Verantwortung. Ja, genau. Das kann man so nennen, aber am Ende ist das kein Unterricht. Und es hat auch mit Schule nichts zu tun, weil diese Fähigkeiten kann man alle nur lernen im realen Leben, indem man etwas tut, indem man mit anderen Menschen gemeinsam etwas tut. Und wenn die anderen Menschen alle gleich sind, weil die alle in einer Schulklasse homogen sind und dann noch ein Lehrer dabei ist, dann ist das, was da an Lebendigkeit und an Vielfalt von Anforderungen auf die Schüler zukommt, einfach zu banal, zu einfach. Ja. Da kann man auch nicht lernen, wie das Leben geht. Wenn man lernen will, wie das Leben geht, muss man raus ins Leben und nicht in irgendeine Einrichtung. Und wenn man das so weit denkt, dann merkt man plötzlich, dass wir Erwachsenen es uns auch ziemlich bequem gemacht haben.
Wir behaupten, dass die Schule für die Bildung da ist. Sie ist aber nur für die Ausbildung da Ja. und lassen dann diesen Bereich, wo die Bildung fürs Leben stattfinden könnte, der ist unbesetzt. Gibt heute, ich kann gar nicht sagen, wo das stattfindet. Beim Feuerwehrverein vielleicht, wenn sie mal einen Wandertag machen oder irgend sowas. Also eigentlich immer dann, wenn sie aus der Schule raus sind. Und dann haben wir noch diese Ausbildung so stark übertrieben, dass auch die Zeiten immer kürzer werden, wo die mal aus der Schule raus sind. Also die haben ja Jawohl. keine Zeit, irgendwas anderes zu machen. Ja, wenn man das jetzt visionär betrachtet, könnte man sagen, okay, dann musste man, was weiß ich, in Zürich zum Beispiel irgendeinen Stadtteil nehmen, müsste den ganzen Stadtteil als Bildungscampus definieren. Mit Jawohl. all den Betrieben, mit all den Menschen, die dort sind, das Aha. ist dann der Bildungscampus. Und dort gehen die Kinder aus diesem Stadtteil, vielleicht auch aus den umliegenden Stadtteilen hin und machen irgendwo mit. Also Jawohl. beim Handwerker im Büro, gucken Jawohl. sich das eine Woche an oder vielleicht auch zwei, solange sie merken, da gibt es noch was Neues dazu zu lernen. Auch beim Bestatter, ne? Und auch überall. Und auch auf dem Schlachthof so, dass sie das alles mal sehen können, was das Leben eigentlich für eine Vielfalt ist. Und das wäre dann ein Bildungscampus. Und irgendwo auf diesem Campus gäbe es dann auch noch ein Haus, wo früher Schule dran stand. Ja, Und da würden die dann hingehen, weil sie dort am besten bestimmte Dinge lernen können, die nun in diesen verschiedenen Lebensbereichen dann zwar vorkommen, aber doch nicht so gut vermittelt werden können. Das ja. wäre Schule der Zukunft. Da kämen junge Leute raus, die hätten viel von der Welt gesehen, die hätten sehr viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht, die hätten auch gelernt, dass es immer wieder Probleme gibt und dass man die lösen kann, vor allen Dingen, dass man die auch gemeinsam lösen kann. Das Ergebnis davon ist, dass die wären resilienter. Also die würden sich nicht mehr von allem umhauen lassen. Die hätten eine innere Orientierung und eine Sicherheit als Persönlichkeit, dass die sich auch nicht dauernd manipulieren lassen. Jawohl. Die hätten auch so eine Vorstellung von ihrem eigenen Wert, weil sie sich das ja alles selbst erarbeitet haben. Das heißt, die hätten auch nicht so ein Riesenproblem damit, sich bewusst zu werden, dass sie eine eigene Würde besitzen, auf die sie bitte auch dann selbst gerne aufpassen möchten, dass die nicht verletzt wird. Ja, Ja. und das wären natürlich fantastische junge Leute, die da ins Leben gingen. Das Problem ist, und das müssen wir uns dann eben aber auch klar machen, dass unser gegenwärtiges Konsumsystem, also unser Wirtschaftssystem und auch große Teile der Medienindustrie mit solchen Leuten, auch zum Teil auch die Politik mit solchen Leuten gar nichts anfangen kann. Die brauchen ja Menschen, die sie führen können, die sie manipulieren können, die sie überreden können, diesen und jenen Quatsch einzukaufen und sich mit diesem oder jenem Zeug zu beschäftigen. Also, wenn man das so rum betrachtet, muss man ja fast ein bisschen sarkastisch sagen, dass die Schulen, so wie sie jetzt im Augenblick sind, wo sehr viele orientierungslose junge Leute rauskommen, die Lust am Lernen verloren haben und jetzt einfach nur noch Ja. einen Job machen wollen, wo sie möglichst schnell möglichst viel Geld verdienen. Das ist ja genau das, was unser gegenwärtiges gesellschaftliches, ökonomisches und politisches System braucht, um sich selbst zu stabilisieren. Ja, und da ist man dann plötzlich bei einer sehr grundsätzlichen Frage und die heißt, war das jemals anders mit Schulen? Ist nicht in jeder Gesellschafts Formation ist immer wieder so, dass die Schule, die von dieser betreffenden Gesellschaft geschaffen wird, in erster Linie die Aufgabe hat, sozusagen den Nachwuchs zu rekrutieren, der nötig ist, damit das System stabil bleibt. Das war im Kaiserreich in Deutschland so. Das Ja, war genau. bei den Nazis auch so. Ja, Und ich absolut. komme ja aus Ostdeutschland, aus der ehemaligen DDR. Das war auch also in den sogenannten sozialistischen Staaten so. Also da wundert man sich, wieso das jetzt bei uns hier anders sein sollte in diesem auf Wachstum orientierten westlichen Genau. Wirtschaftssystem. Das ist eine spannende Vision. Ich habe also eben auch den Impuls gespürt, als ich das Buch durchgeschaut habe, dass es eine große
Veränderungskraft hat. Also ich habe das gemerkt, es hat mich sehr persönlich sehr betroffen gemacht mit dieser Kohärenz, die du vorhin angesprochen hast. Wenn wir da rausbrechen, was berührt das denn in uns? Können wir da rausbrechen? Können wir die Veränderung selber auch anregen, wenn wir merken, da ist was schräg? Und jetzt eben auf das, was du gerade gesagt hast, dann heißt das ja auch, dass der Beruf Lehrer, die du ja gelobt hast vorhin und wo ich da voll auch hinterstehe, was du sagst, die machen in ihrem System sicher guten Job, da gibt es sehr hochmotivierte Personen. Aber geht das dann vom Lehrer, der ausbildet, dann eher hin zum Coach oder Mentor? Ist das dann eine neue Definition dieser Art von Job, die dann zu machen ist? Ja, vielleicht ist es andersrum. Man muss es, glaube ich, sehr radikal andersrum denken. Und andersrum gedacht heißt es, jeder Mensch in diesem Stadtteil oder in ganz Zürich oder in der ganzen Schweiz ist ein Lehrer. So wie der Beuys das mal gesagt hat, jeder Mensch ist ein Künstler. Jawohl, genau. Jeder Mensch ist ein Lehrer, jeder Mensch hat die Gelegenheit, das, was er an Wissen und Können erworben hat, an junge Menschen weiterzugeben. Und dann gibt es eben eine besondere Gruppe von Lehrern, die haben das extra studiert, damit sie auch Sachverhalte weitergeben können, die doch eher theoretischer Natur sind. Okay. Das würde man dann aber Ausbildung nennen. Also wäre das so, Ja. dass es eine ganze Menge Lehrer gibt und manche, die Pädagogik studiert haben und die sind eher Ausbilder. Was sie nicht daran hindert, auch Lehrer zu sein. Ja, Man genau. kann ja, so wie der Leiter des Bestattungsinstituts, kann der dem Schüler ja zeigen, wie er seine Arbeit macht und kann aber trotzdem auch dem Schüler helfen, sich mit diesen Fragen, die der Schüler hat, an das Leben, an ihn zu wenden und die können gemeinsam versuchen, so ein paar Grundfragen zu klären, zum Beispiel in dem Falle über Tod und Leben und was am Genau. Ende des Lebens dann passiert. Das sind ja wichtige Dinge. Das kann ein Lehrer, also ein studierter Pädagoge auch, aber im Augenblick haben die da alle gar keine Zeit dafür, weil die diesen Lehrplan abarbeiten müssen. Und da kommen wir dann zu dem zweiten Punkt, der dann einfach auch nochmal mit den Eltern näher besprochen werden müsste, nämlich wer will denn behaupten heute, dass er wüsste, was in 20 Jahren für Wissen gebraucht wird? Also wir schicken die Kinder heute in die Schule, haben einen Lehrplan, da steht dann Photosynthese und Integralrechnung oder was weiß ich was alles drin. Ja, ist das wirklich das, was die brauchen Ja, genau. in einer sich so schnell und immer schneller wandelnden Welt? Was wäre denn, so darf man die Frage dann ja stellen, was wäre denn die eigentliche zentrale Aufgabe von Schule oder von Bildung, damit sich junge Menschen im 21. Jahrhundert in einer sich ständig verändernden Welt auch immer wieder zurechtfinden? Und die Antwort ist total banal. Das Wichtigste, was die brauchen, ist nicht eine gute Ausbildung, sondern diese Freude am Lernen. Sie müssen immer weiter. Damit sie sich das jederzeit immer wieder neu aneignen können. Also Genau. wenn einer weiß, warum der unbedingt Englisch lernen will, dann lernt er das. Genau. Aber er lernt es nicht mehr, wenn er aus der Schule kommt, null Bock aufs Lernen hat, ihm alle Sprachen bis hier oben verleidet sind. Richtig. Und dann kommt einer und sagt, du müsstest mal jetzt ein bisschen Englisch lernen und geh doch mal in die Weiterbildung oder in die Volkshochschule oder am Abendkurs. Das ist schwer. Also dann diese einmal unterdrückte Lernlust wieder zu erwecken, ist nicht so ganz einfach. Und in diesem Buch haben wir das ein bisschen sozusagen gepusht und haben gesagt, es geht aber, weil das muss man schon wissen, dass es geht. Ja, sonst kann man es ja gar nicht versuchen. Aber wie man Genau. in dem Buch auch sieht, es passiert sozusagen, aber es ist gar nicht so richtig klar, wer es gemacht hat. Ja, also ja, es sind immer wieder Beispiele, wo junge Leute beschrieben werden, die in eine bestimmte Situation kommen. Also da ist ein Mädchen, was in Leipzig irgendwie in die Situation kommt, dass sie von diesen Friday for Future Demonstrationen erfährt und dann denkt sie, ach, da könnte ich doch auch mal ein bisschen mitmachen, dann merkt sie, gibt es in Leipzig nichts, dann ruft sie über Facebook oder ihre Chatrooms da, ruft sie dazu so einer Demo auf und auf einmal wird das am Ende eine Demo von 1000 Leuten und sie ist die Chefin von dem Ganzen.
Ja, genau, wow. Das ist Bildung. Ne? Da hat die alles gelernt. Die hat gelernt, mit der Presse umzugehen, mit der Polizei zu reden, die Genehmigungsverfahren zu beantragen. Auf einmal geht alles. Ne? Aber wenn man keine Aufgaben hat, an denen man wachsen kann, dann wächst man auch nicht. Ja, genau, da wird ja auch im Buch auch sehr darauf hingewiesen, also eben dieses sich selber Aufgaben stellen und dadurch dann eben an Lernfelder heranzukommen, die eben nicht verschult und geplant sind, sondern die dann sehr spontan und neu daherkommen, dass das eben aus den eigenen Impuls eigentlich am besten kommen sollte. Das ist nur ein spannender Aspekt, den du jetzt erwähnst. Ja. Ja, das ist, das, ist, das, ist das diese Begeisterung, die da entsteht, oder ist das diese Neugierde am Leben, dass die erwacht und dann stolpert man da durch und das bestätigt sich bei den Kindern oder bei den Jugendlichen? Ja, ich glaube, es ist in dem Zusammenhang ganz wichtig, dass wir uns nochmal klar machen, dass alle Kinder mit dieser unbändigen Freude am Lernen, also das nennen wir dann Neugier, und mit dieser Begeisterung am eigenen Gestalten auf die Welt kommen. Also sonst könnten die ja die ersten 3 Lebensjahre gar nicht all das lernen können, was die da lernen. Und das ist ja, wenn man das sich als Erwachsener jetzt heute mal so anguckt, das ist ja ungeheuerlich, was die in 3 Jahren alles lernen. Ne? Den ganzen Körper zu bewegen und dann am Ende auf 2 Beinen zu stehen, das muss man erst mal hinkriegen. Das ist überhaupt nicht banal. Also ja, hirntechnisch ist das nicht banal. Das muss ja alles koordiniert werden. Das ist ja schon schwer genug, eine Tasse an den Mund zu führen. Das muss man ja auch erst mal lernen. Ne? Ja, genau. Und dann kommen wir noch weiter mit der Sprache, dass die aus dem Nichts, wo die am Anfang noch nicht mal im geordneten Laut formulieren können, wo dann plötzlich eine Sprache entsteht und dann können die das erste Mal Mama sagen und dann kommen auch gleich die ersten Wurzeln und dann versteht das die Mama auch noch und das Kind spürt, wie es auf einmal mit anderen reden kann. Das ist ja so was von ungeheuerlich und das Spracherwerb in einem Jahr, ne? Aus dem Nichts. Und da ist ja der Erwerb einer Zweitsprache, also Englisch oder irgendwas anderem, das ist ja lächerlich dagegen. Da kann man ja schon sprechen. Also wenigstens auf Deutsch. Und man hat schon eine Vorstellung von Worten und von Begriffen. Und dann kommt das eben ins Englische. Das müsste im Grunde genommen müsste das in einer viel kürzeren Zeit gehen als der Erwerb der Muttersprache. Und da kriegt man mal eine Dimension davon, was da alles los ist. Kürzlich habe ich so ein Kindergartenkind getroffen, das war jetzt 4 und das liest im Kindergarten seinen Kumpels die Märchenbücher vor. Ach nein. So, jetzt hat sich, wie die Eltern, ich dachte dann, das sind so ehrgeizige Eltern, die das Kind also da früh gefördert haben, aber nein, das war ein Kind, was einfach sich angefangen hat, dafür zu interessieren, was auf den Autokennzeichen draufsteht. Und dann hat es immer Mama und Papa gefragt, was ist denn das? Und dann haben die gesagt, das ist Bö wie Berlin. Und dann kommen die Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5. Und das ist Gö wie Göttingen und dann die Zahlen. Und das ist J wie Jena. Und so. Und dann ging das ein halbes Jahr so, dass der immer zugefragt hat, wie diese Autokennzeichen heißen. Ja, und plötzlich stand der vor so einem Schild und dann hat er gelesen, Notausgang. Mama, was ist denn das? Und da konnte der lesen. Da konnte der lesen, hat überhaupt keiner gemerkt. So, und dann fangen solche Kinder natürlich an, Bücher zu lesen, also auch nicht nur Märchenbücher, sondern dann holen die sich diese Jugendforschbücher, also über die wollen ja dann auch was wissen. Also kürzlich hat er mir erklärt, wie das mit den Vulkanen funktioniert und dass es da welche gibt mit einem geraden Schlot und mit einem zeitlichen Ausgang. Also das ist schon tief beeindruckend. Also ich weiß gar nicht, es geht jetzt auch so weiter, die ganzen Saurier hat er schon durch. das ist ein Kind, wenn das ist ja erst 4, das kommt erst in 2 Jahren in die Schule. Ja. Das heißt, der kann die ganze Grundschule überspringen. Die ist richtig, genau. Der langweilt sich dort zu Tode. Tode, genau. Da haben wir so ein Beispiel, wo der Lernprozess sozusagen nicht angehalten worden ist. Der ist weitergegangen. Und der ist deshalb weitergegangen, weil das Kind Fragen gestellt hat. Die Eltern haben das nicht gesehen, die haben nicht naseweis gesagt, mal auf, guck dir mal immer die Nummernschilder an, das sind Zahlen und Buchstaben drauf und wenn du die gut lernst, dann kannst du bald lesen. Nein, das Kind hat sich dafür interessiert, was da drauf war. Die Eltern haben vernünftige Antworten gegeben und schon hat das Kind sich sein Wissen selber ins Hirn konstruiert. Das ist wunderbar, so funktioniert Lernen.
So, und der Weg, wie das normalerweise geht, der heißt spielerisches Ausprobieren. Und da muss man gucken und dann muss man sehen, ob es klappt oder nicht. Auch solche Autokennzeichen, dann kann man sich dann daran erinnern, ob das jetzt wieder das J ist oder ob das jetzt ein I ist und dann kriegt man das auch differenziert. Aber das ist alles druckfrei und immer aus dem Kinde heraus motiviert, ne, intrinsisch. So. Und wenn Kinder frei spielen dürfen und sich auf diese Weise entdecken und auch die Welt entdecken dürfen, dann kriegen die auch raus, was ihnen besonders viel Freude macht. Ja, und wenn man sich das dann ein bisschen anguckt, dann findet man auch raus, wo das macht ihnen immer das besonders viel Freude, wofür sie eine besondere Begabung haben. Aha, Und ja. wenn man an der Stelle weiter Futter gibt, dann wird das immer mehr. Und dadurch entwickeln Kinder dann zum Teil ganz bemerkenswerte Fähigkeiten, einfach indem sie sich entlang ihrer Begabung immer mehr suchen, was sie in diesem Bereich noch alles machen können. Das wird auch nicht immer enger, das wird eher immer weiter. Wenn ein Kind wirklich anfängt, sich für Musik zu interessieren, fängt es auch bald an, sich für Mathe zu interessieren, weil das was miteinander zu tun hat. Gehört zusammen, ja. Ja, und ein Kind, was sich für Biologie interessiert, wird sich auch für Chemie anfangen zu interessieren. Und so kann man entlang dieser besonderen Begabung gewissermaßen die anderen Fächer oder die anderen Wissensdisziplinen mit einfließen lassen. Aber das geht natürlich nicht, wenn ich 30 Kinder zu unterrichten habe und einen Lehrplan durchzuarbeiten habe, der genau vorgibt, was da jetzt zu lernen ist. Und Ja, das genau. wissen die Eltern, das und deshalb fangen oftmals die Eltern schon an, die Kinder auf die Schule vorzubereiten. Dann findet eben dann auch schon zu Hause eher Ausbildung statt als Bildung. Und die Lehrer können dann auch nicht mehr weiter. Und was dann passiert, ist eben das Fatale, dass diese intrinsische Motivation, wo das Kind der Gestalter seines eigenen Lernprozesses ist, als Subjekt, ne, jetzt wird das Kind zum Objekt gemacht von Erwachsenen, die das Kind also zum Objekt ihrer Erwartungen machen, ihrer Absichten, ihrer Vorstellungen, ihrer Belehrungen, ihrer Bewertungen. Und dann auch noch ihre Maßnahmen und womöglich gar noch ihre Anordnung. Ja, und das ist natürlich, das ist extrem bitter für ein Kind, was bis dahin immer Subjekt war. Ja, Ja. und die Welt alleine entdecken wollte. Und jetzt kommt einer und sagt, was es da zu entdecken hat und was es da zu machen hat. Das ist eine schwere Verletzung. Und das Ergebnis dieser Verletzung ist, dass die Kinder ein Riesenproblem haben. Und dann müssen die erstmal dieses Problem lösen. Bevor sie das nicht gelöst haben, geht es überhaupt nicht weiter. Und die Lösung dieses Problems ist eben dann meistens fatal. Die heißt, entweder machen sie jetzt die Mama oder den Lehrer auch zum Objekt und sagen, blöder Lehrer, doofe Mama. Dann findet zwischen den beiden kein Austausch mehr statt. Dann ist der eine hier und der andere da. Die haben sich eigentlich nichts mehr zu sagen. Die kämpfen gegeneinander. Oder manche Kinder können das offenbar nicht so gut, die machen sich selbst zum Objekt und sagen, ich bin zu blöd, ne, für Mathe, nicht schön genug, nicht liebenswert genug oder was noch alles. Und das ist beides fatal. Also, weil beides nicht mehr dazu führt, dass das Kind offen und frei sich entfalten kann, sondern das ist jetzt sozusagen eingeklemmt in diese Zuschreibung. Ne, ich bin zu blöd oder die anderen sind zu doof. Ja, und manche Kinder lernen das besonders gut, dann andere auch als Objekte schon im Kindergarten. Das sind dann diese Anführer mit der großen Klappe und kommandieren dann die anderen Kinder rum. Und wenn das auch noch durchgeht und die damit zurechtkommen, dann werden das dann später Führungskräfte in der Wirtschaft oder in der Politik. Das ist eben ganz furchtbar. Das suchen wir uns sozusagen welche aus, die besonders gut gelernt haben, uns als Bürger für ihre Zwecke zu benutzen. Aber da sind wir ja eben, da sind wir ja in so einem Dilemma, ne? Ich meine, wir Eltern oder die Eltern oder die Leute, die die Kinder begleiten, die sind ja auch in diesem von außen gesteuerten Bildungssystem durchgegangen. Die haben dieses Extrinsische ja schon sehr stark in sich eingefleischt. Und jetzt kommt eben mit der Herausforderung, die Zukunft ist sehr ungewiss. Wir bräuchten mehr Flexibilität, wir bräuchten mehr Resilience da in dem Bereich, um uns auch dann die neuen Begebenheiten anzupassen. Bräuchten wir auf einmal viel mehr Lust und Freude, diesen Herausforderungen zu begegnen. Und wir haben das schon abgewöhnt bekommen in unserer Schulzeit. Und jetzt sollen wir eigentlich unsere Kinder darauf vorbereiten, dass sie das besser können. Und ihr sagt eigentlich, dass das passiert
Bildung passiert im besten Fall neben der Schule, weil die Schule als Ausbildungsinstitution das ja gar nicht mehr richtig packen kann. Aber dann sind wir ja gefordert. Also heißt der Elternteil, der Meister, der Lehrmeister im Betrieb oder so. Und ich weiß nicht, da drehen wir uns ja im Kreis oder da sind wir ja auch gefangen. Gibt es da den Ausweg für uns? Oder gibt es da einen Tipp von deiner Seite oder von euch, dass wir sagen können, okay, wir können das wieder erlernen. Wir können da wieder lustvoller mit Bildung, mit Neugier umgehen. Wir machen es mal ganz vom Anfang und sagen mal, dass die bedeutendste Neurowissenschaften ist die Tatsache, dass unser Hirn zeitlebens plastisch umbaubar und formbar ist. Das nennt man lebenslange Lernfähigkeit. Aber das, was den meisten Menschen gar nicht bewusst ist, ist, dass da wirklich immer wieder neue Netzwerke aufgebaut werden. Das heißt, das hat was Strukturelles. So, und die Tiere, also zum Beispiel ein Pferd oder ein Fuchs oder eine Katze, die haben noch sehr stark angeborene Netzwerke im Hirn. Und die führen dazu, dass die mit bestimmten angeborenen Verhaltensweisen, die wir Instinkte nennen, sich so verhalten, wie es artgemäß ist. Das heißt, einer Katze, einem Pferd, einem Fuchs muss niemand erzählen, wie das geht. Das wissen die. Ja, genau. Einem Kind nicht. Wir Menschen haben so ein formbares Hirn, wir müssen erst lernen, wie das Leben geht. Und das ist eine ganz tiefgreifende Geschichte, weil das heißt, wir sind als Einzelne sowieso, aber auch als ganz Suchende. Also das ist eine Arroganz erster Güte, dass wir uns einbilden, mit diesem gegenwärtigen gesellschaftlichen Zustand, den wir erreicht hätten, hätten wir den Stein der Weisen gefunden. Nein, wir sind auf der Suche, wie es gehen könnte und stellen immer wieder fest, oh, schon wieder ist was schiefgelaufen. Ne? Nun kommt auch noch ein Virus und lehrt uns, dass wir nicht alles beherrschen können. Wir sind als Suchende unterwegs und als Suchende ist es sozusagen zwangsläufig so, dass man sich verirren kann, auch immer wieder verirren muss und sich auch immer wieder verirren wird. So. Und, jawohl. Und da muss man ein bisschen darüber nachdenken, wenn man sich so verirrt hat, was man tun könnte, damit die Verirrung nicht so spät bemerkt wird. Das wäre ja schon viel wert. Ne? Verhindern kann man sie nicht, aber man könnte viel dafür tun, dass man sie rechtzeitig bemerkt. Wenn ich also noch viele andere Freunde habe, die in vielen anderen Bereichen unterwegs sind und ich mit denen immer wieder mich austausche, kriege ich mehr von der Welt mit, als wenn ich immer nur abends die Abendnachrichten mir anhöre. Genau. So, das heißt, dann merke ich auch schneller, wo sich etwas andeutet, wo etwas unter Umständen schiefläuft, wo ich mit meinen Kindern irgendwas falsch mache, weil jemand anders macht es anders und das funktioniert auch und dann kann ich das von dem lernen, wie das besser geht. Ja, und da brauchen wir eben auch sowas wie einen Austausch und das Lernen voneinander, damit wir uns nicht so leicht verirren oder schneller merken, wenn wir uns verirrt haben. So. Und dann gibt es aber eben auch ganze Gesellschaftsphasen, in der eine ganze Gesellschaft sich als Ganzes verirrt. Also die Nationalsozialisten waren ja so eine Truppe. Alle kollektiv in die Irre gerannt. Und wie wir heute wissen, auch nicht von einem Führer dahingezogen, sondern begeistert hinterhergerannt. Nebenbei gesagt, das ist auch der Grund, weshalb wir mit dem Begriff Begeisterung vorsichtig umgehen müssen. Begeisterung per se hat erstmal etwas ein bisschen Überschäumendes und kann dazu führen, dass auch man mit Begeisterung Sachen tut, die einem später schaden und die man lieber nicht getan hätte. Aber jedenfalls ist es so, dass man sich als Ganze, als Teil einer Gesellschaft mit allen anderen kollektiv verrennen kann, in die Irre rennt. Ja. Und auch hier wäre es wieder gut, wenn man miteinander in so einem Austausch bleibt, auch mit anderen Kulturen. Da muss man mal gucken, wie es anderswo auf der Welt ist. Dann könnte man unter Umständen schneller merken, dass man unter Umständen ein bisschen auf Abwege geraten ist. Und dann stellt sich die große Frage, wie geht's da wieder raus? Und wir hatten vorhin unser Gespräch damit angefangen, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine Erschütterung. Ja, genau. Das Muster, was sich da jetzt gebildet hat, muss irgendwie durcheinander kommen. Also das wäre ja dieses Muster des Verirren, also dass man mit einer bestimmten Vorstellung losgerast ist und dann kurz davor ist, gegen die Wand zu laufen. Also nehmen wir jetzt so ein Beispiel für so ein sehr ungünstiges Muster. Das nennt man Machbarkeitswahn. Wir lernen alle, dass wir können sogar auf den Mond fliegen.
Aber da entsteht dann zu leicht die Vorstellung, es sei alles machbar. Ja. Da muss da so ein kleines Virus kommen und uns lehren, dass doch nicht alles machbar ist. So, und dann kommt es zu dieser Erschütterung. Die Erschütterungen in dieser Art, die gehen ja auch dann ganz schnell in Angst über. Dann kriegt man Panik. Ja? Und auch Eltern, wo die so das eingeredet bekommen, dass aus ihrem Kind nichts wird, wenn es nicht ein Abitur mit 1,0 macht, kriegen ja dann schon Panik. Und dann sind die bereit, alles dafür zu tun, damit das die furchtbare Prophezeiung nicht eintritt. Und da merkt man schon, das ist eigentlich nicht die Art von Veränderungsbedingungen, die wir uns wünschen und über die wir am Anfang gesprochen haben. Also wenn die Angst so tief geht, dass man schon nur noch kopflos umherrennt und nach Rettung sucht, da gibt es keine Möglichkeit, sich zu verändern. Da muss Angst raus. Und deshalb ist es so interessant, dass eben zum Beispiel die Corona-Krise ist noch nicht bei allen so weit gegangen, dass die da totale Angst haben, sondern da hat sich der Blick geöffnet. Man macht plötzlich neue Erfahrungen. Ja, und ein solches Beispiel für so eine Verirrung ist eben dieser Machbarkeitswahn, wo wir uns einbilden, wir könnten alles machen. Und da muss so ein kleines Virus kommen und auf einmal merken, das war offenbar eine Verirrung, eine gedankliche. So, und wie wir am Anfang ja gesagt haben, braucht es solche Erschütterungen, damit man sozusagen aus den alten Mustern herausfindet, die einen da ja auch in die Irre geleitet haben und dabei auch immer fester geworden sind. Und wenn man aber dabei in Panik und Angst und Schrecken verfällt, weil es auf einmal gleich zu schlimm kommt, da fällt einem nichts Neues ein. Da muss man ja versuchen, mit irgendwie auf Strategien zurückzugreifen, die früher schon mal geklappt haben. Also ist man da eigentlich eher so rückwärtsgewandt unterwegs. Also noch mehr vom Alten. Und deshalb ist es so schön, dass es eine Möglichkeit gibt, wie wir Menschen offenbar dann doch noch mal eine innere Verwandlung hinbekommen. Aber die Art der Erschütterung geht anders. Die Art der Erschütterung heißt Berührung. Das ist jetzt was ganz Interessantes. Okay. Dass wir praktisch Gelegenheiten manchmal in unserem Leben haben, wo wir wieder mit etwas in Kontakt kommen, in uns selbst, was wir selbst verschüttet haben, was wir Jawohl. selbst unterdrückt haben. Also zum Beispiel unsere Freude am Lernen, unsere Offenheit, unsere Begeisterungsfähigkeit, unsere Sinnlichkeit und unsere Freude an dem sich bewegen und mit dem Körper was machen. Das ist alles beim Hineinwachsen in diese Welt störend gewesen. Und das haben wir deshalb im Hirn sozusagen unterdrückt. Das ist dann nicht mehr so gut zugänglich. Ich nenne das immer eingewickelt. Und wenn es jetzt gelingt, dass man damit wieder in Kontakt kommt, wenn man also in eine Situation kommt, wo plötzlich etwas passiert, wo man dieses Gefühl wieder spürt, wie schön das ist, wenn man was entdecken kann. Also ich Jawohl. habe kürzlich die Trollblumen wiedergefunden. Ja, genau. Das ist sowas von toll. Oder wenn man merkt, dass man was gestalten kann, wenn man plötzlich wieder mit dieser Sinnlichkeit in Berührung kommt, das sind Sternstunden im Leben eines Menschen. Das passiert auch nicht Jawohl. immer zu. Viele wehren sich auch gegen so berührt zu werden, weil das auch natürlich eine tiefe innere Bewegung auslöst. Man muss dann einfach manchmal weinen vor Glück, Ja, weil dann genau. plötzlich in einem etwas wieder wach wird. Und das kann so stark sein, dass man beschließt, dass man so wie bisher, so oberflächlich, so nach außen orientiert und unter weiterer Unterdrückung seiner tiefsten inneren lebendigen Bedürfnisse nicht mehr weiterleben will. Und dann Jawohl. ändert man sich. Das sind diese Sternstunden, wo Menschen sich nicht verändern, sondern die verwandeln sich. Die kommen anders, völlig anders aus so einer Begegnung mit sich selbst wieder raus. Das ist übrigens interessant, dass das schon in der Bibel beschrieben ist. Das ist die Wandlung vom Saulus zum Paulus. Paulus, jawohl. Und der geht in die Wüste und ist vorher wirklich ein übler Bursche und kommt in Berührung, wie er sagt, mit Gott. Und dann kommt er raus und ist ein Heiliger und lebt dann Jawohl. auch so. Also das sind wunderbare Momente und das ist die Antwort auf deine Frage.
man müsste sich noch mal berühren lassen als Eltern, als Lehrer. Und jetzt kommt die wunderbare Antwort: Wer ist denn derjenige, der einen Erwachsenen am leichtesten berühren kann? Das sind die Kinder. Genau. Das ist so schön eingerichtet. Ja, und es müssten ja eigentlich die eigenen Eltern sein, die sich von ihrem eigenen Kind am stärksten berühren lassen. Und in der Tat sehe ich jetzt Eltern, die durch die Corona-Thematik vor allem ihre kleinen Kinder nicht mehr in die Kinderkrippen tun können. So, und wow. Dann kommt die Mama dann und erzählt mir, sie hätte sich jetzt in ihr Mariechen verliebt. Ah, ja. Mariechen ist 2 Jahre alt, wurde normalerweise seit 1,5 Jahren schon immer regelmäßig in der Kinderkrippe abgeliefert. Die Mama hat sich da wenig dabei gedacht, weil die anderen das ja auch alle gemacht haben und außerdem musste sie ja auch arbeiten. Und plötzlich ist Mariechen jetzt schon seit ein paar Wochen zu Hause und Mama sieht Mariechen in ihrer ganzen Begeisterung, das Leben entdecken. Toll. So, toll. Und das hat die berührt. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, diese Mama wird ihr Mariechen nicht wieder so leicht in der Kinderkrippe abgeben können. Das sind tiefgehende Verwandlungsprozesse. Ja, aber das sind ja, wie du sagst, das sind ja dann Verwandlungsprozesse, die eben auch das System in gewissen Bereichen in Frage stellen. Ne? Wir haben aufgrund einer besseren Leistungsfähigkeit Kinderkrippen erstellt, wo Säuglinge schon schier abgegeben werden in Betreuung, wo wie auch immer. Und jetzt merken wir auf einmal, dass es uns berührt, wenn unser eigenes Kind bei uns in der Nähe aufwächst. Das heißt, da werden ja ganze Systeme verschoben. Und aber die wehren sich natürlich auch davor, dann verschoben zu werden. Das ist ja wie jetzt mit der Fluggesellschaften, die auf einmal nicht mehr fliegen dürfen, werden jetzt mit wahnsinnig viel Geld zugepumpt, dass dieses System erhalten bleibt. Und das eben in so einem sehr zwischenmenschlichen Bereich, wo ja sehr weiche Faktoren spielen. Ich hoffe, dass das zu einem Systemwandel kommen kann. Die Frage ist die Beständigkeit der Berührung. Ne? Können wir die aufrechterhalten? Ne? Kann die Mutter Mariechen lieben und weitergehen und ihr System auch so verändern? Ist die Gesellschaft bereit, Mariechen und ihrer Mutter Platz zu geben? Es gibt so ein Grundgesetz, wie sich das Hirn organisiert. Und das hatten wir vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Es will immer da oben, ob wir das nun absichtlich machen oder nicht, von alleine aus sich selbst heraus versuchen, diese Netzwerke da oben immer einen Zustand anzustreben, wo alles möglichst gut zusammenpasst. Das ist nämlich der Jawohl. Zustand, wo auch die wenigste Energie verbraucht wird und den haben wir vorhin Kohärenz genannt. Richtig. Und dann weiß man aber, dass es diesen Zustand in der Absolutheit, wie wir das immer erhoffen, also wo wir dann sagen, das wäre das Paradies, das wäre das Himmelreich oder das Schlafenland, das gibt es nicht. Dieser Zustand, solange wir lebendig sind, gibt es immer nur eine relative Kohärenz. Also, dass es uns gerade mal gelungen ist, ein Problem zu lösen und dann haben wir einen kohärenteren Zustand, erleben wir auch als großes Glück. Und die Netzwerke, die wir dabei oben im Hirn benutzt haben, um diesen kohärenteren Zustand zu erreichen, um also einen bisher nicht so guten Zustand in einen besseren zu verwandeln, die werden dann gebahnt und gefestigt. Und so entstehen dann im Gehirn sozusagen aus anfänglich dünnen Nervenwegen allmählich Straßen und wenn man Pech hat, Autobahnen. Jawohl. Und dann gar nicht wieder runter. So, und was man da als wichtig betrachtet, damit man glücklich wird, ja. Das ist ja nicht so ganz nur aus einem selbst heraus geboren, sondern das kann einem ja auch eingeredet werden. Es kann einem ja eingeredet werden, dass es darauf ankommt, möglichst reich zu sein und möglichst viel Geld zu verdienen, möglichst Karriere zu machen. Und dann ist das nur kohärent, wenn man das macht. Richtig. Sonst würde das nicht zu dem passen. Also muss man alles, was man tut, darauf ausrichten, auf das, was man so für bedeutsam hält. Und jetzt Richtig. Bin ich an dem Punkt, was im Hirn verankert wird, sind die Lösungen, die wir für die Fragen finden, die wir für bedeutsam halten. Jawohl. Ja, so. Und nicht alles, was wir für bedeutsam halten, stellt sich auf lange Sicht als gleichermaßen bedeutsam heraus. Absolut. Ja, es könnte sein, dass die Schweiz hat das zum Beispiel für sehr bedeutsam gehalten, sich aus allen internationalen Verbänden herauszuhalten.
Ja, genau. Ja, bisher war das auch gut, aber wer weiß, ob das in 100 oder 200 Jahren immer noch so gut ist und ob Sie dann Ja, nicht das genau. also aufgeben und das lieber anders machen wollen. Das heißt, wenn sich etwas verändert in der Welt, dann verändert es sich immer deshalb, weil Menschen etwas anderes bedeutsam finden, als das, was sie Richtig. hinterher bedeutsam gefunden haben. Ja. So, und an der Stelle müssen wir arbeiten. Ne? Wenn Menschen anfangen würden, das Zusammenleben mit ihren Kindern bedeutsamer zu erleben, als einen Haufen Geld zu haben und dreimal im Jahr in Urlaub fahren zu können, dann hat sich ein Shift in dem ereignet, was sie für bedeutsam halten. Und das verändert automatisch das ganze Hirn. Und wenn Jawohl. viele Menschen in der Schweiz auf die Idee kommen, dass was anderes als das, was sie bisher für bedeutsam gehalten haben, eigentlich doch viel bedeutsamer ist, ja, zum Beispiel, dass man nicht mit Masken da rumläuft, sondern dass man sich auch in den Arm nehmen kann, dass man sich austauschen kann, dann gewinnt plötzlich dieses Bedürfnis nach Nähe, nach Austausch eine höhere Bedeutsamkeit, als es das vorher gehabt hat. So, und Jawohl. die Folge davon ist, da ändert sich was. Wenn sich irgendetwas auf der Ebene der Bedeutsamkeiten, also der Zuschreibung von Bedeutsamkeit, ändert, ändert sich die Welt. So, das ist das Großartige. Und deshalb können wir, das ist ja auch der Grund, weshalb wir da so arbeiten. Wir arbeiten ja nicht daran, Menschen zu verändern, sondern wir versuchen, den Blick zu öffnen, für dass auch etwas anderes bedeutsam sein könnte, als das, was sie im Augenblick für bedeutsam halten. Deshalb schreibt man Bücher, also ich jedenfalls. Ich schreibe ein Buch über Bildung und sage Ihnen, das könnte sein, dass das, was Sie, liebe Eltern, bisher für bedeutsam gehalten haben, nämlich dass Ihr Kind Abitur 1,0 macht, für ein Gelingen des Lebens vollkommen wurscht ist. Dass das noch nicht mal ein Zeichen für besondere Intelligenz ist, wenn das Kind 1,0 in diesem Abschluss macht, sondern das könnte auch sein, dass das nur ein Zeichen besonders guter Anpassungsfähigkeit ist. Richtig. Hat die Regeln schneller verstanden als die anderen. Hat sich auch Genau. besser gefügt, hat sich Richtig. sozusagen leichter verloren, hat seinen eigenen Sinn und seine eigene Gestaltungskraft hintangestellt, um die Vorstellungen anderer Leute und damit auch die Lehrpläne und die Anforderungsprofile für das Abitur zu erfüllen. Das sind ja auf Jawohl. einmal sehr interessante Gedanken. Weil dann müssen die Eltern sich entscheiden, was wollen sie denn jetzt für ein Kind? Wollen sie eins haben, was sein Leben selbstbestimmt gestaltet? Oder wollen sie eins haben, was sich optimal funktionalisiert? Ja? Und da Richtig, könnte es genau. sein, dass Eltern das Bedeutende, wenn man es so rum betrachtet, dass sie dann sagen, nee, dann ist es mir schon lieber, ich hätte ein eigensinniges Kind, was auch durchaus scheitern kann, aber wenigstens ist es was Einzigartiges, als sowas wie alle sind. Ja? Also ich Genau. möchte ein Kind haben, was, wenn alle in die Richtung laufen, auch in der Lage ist, stehen zu bleiben und zu sagen, nee, ich laufe da nicht mit, ich gehe dahin. Richtig, genau. Weil so verhindert man ja, dass man sich kollektiv verirrt. Wo wäre denn eine Gesellschaft, wenn keiner mehr da wäre, der sagen würde, hey Jungs, das mag sein, dass ihr das alle glaubt, dass das da lang geht. Ich glaube das nicht, geht da lang. Das ist ja das, was jetzt gerade passiert, wo ihr auch ansprecht im Buch mit den großen Freiheiten, die ja von unseren den Generationen vor uns erkämpft wurden, eigentlich mit guter Gesundheit, eben guter Ausbildung, gute Systeme und so weiter. Und wo jetzt ja eben auch von der Friday for Future-Bewegung ja auch mit in Frage gestellt werden, ne? Wenn das erkauft wird durch eine Externalisierung von negativen Aspekten in den globalen Süden, dann darf das System so nicht mehr bleiben. Und da fangen ja dann die jungen Leute an, uns zu bewegen und oder die Älteren zu bewegen, das System zu bewegen, weil sie berührt sind vor der Betroffenheit, dass unser Leben etwas Schlechtes bewirken kann. Und da wird dann ja eben das, was du sagst, dann kommt das ja rein mit dem Education for Future, Fridays for Future, da kommt das ja zusammen, ne? Diese Zukunftsfähigkeit, diese selbst in die Hand nehmen, dass das Leben und eben schauen, wohin geht die Reise und dann nicht mehr mit den Regelmäßigkeiten der Alten. Und das ist ja ein großer Aspekt, der da rauskommt. Ne? Ja, und ich bin auch davon überzeugt, dass die großen Verwandlungsprozesse, also Transformationsprozesse in allen Gesellschaften nicht von den alten Säcken gemacht werden. Ja.
Also das jetzt mal, es hört sich ganz furchtbar an, aber ich glaube, da müssen wir ehrlich sein, dass diejenigen, die in einer Gesellschaft in Machtpositionen gekommen sind, wo sie was zu sagen haben, die tendieren doch eher dazu, diese Situation und das Umfeld aufrechtzuerhalten, was sie so gut genährt hat bis dahin. Absolut. Die können Reformen machen, ne? Aber eigentlich auch nur, um das zu erhalten, was sie haben. Genau. So, und Wandlung ist nicht deren Ding. Das könnte ja sein, dass in dem Verwandlungsprozess sie selbst plötzlich alles verlieren, was sie da bisher aufgebaut haben. Also Jawohl. nicht nur materielle Dinge verliert man verliert ja auch Ansehen, man verliert ja Einfluss und Genau. Machtpositionen und sowas. Das ist ja alles, man hat das Genau. ganze Leben lang drum gekämpft, dass man endlich Professor für Neurobiologie und Hirnforscher geworden ist und auf einmal interessiert sich keiner mehr dafür und man weiß gar nicht mehr, warum man so ein Investment da reingesteckt hat. Also Genau. da will man dann schon, dass das bestehen bleibt und tut auch alles. Und dadurch ändert sich aber auch nichts tiefgreifend in der Gesellschaft. Und die Jawohl. Einzigen, die sich sozusagen da anders verhalten, das sind die, die noch nicht in diesen Rollen gelandet sind, Genau. in diesen Mustern, als Hirnforscher Genau. und als Politiker und als Hochschullehrer oder als Pädagoge. So, und die haben noch nicht so enge Muster. Und deshalb können die das auch viel besser hinterfragen. Die sind nicht so eng wie wir, sondern die haben einen viel weiteren Blick. Der ist zwar undeutlich und da muss man auch sagen, da fehlt auch viel Kompetenz und viel Wissen und sowas, aber der Blick ist weit. So, und die können Jawohl. deshalb Zusammenhänge erkennen und auch Fragen stellen, die wir mit unserem engen Spezialistenblick nicht mehr sehen. Und deshalb sind die jungen Menschen immer die Geburtshelfer eines jeden Transformationsprozesses. Und gut Absolut. beraten sind dann die Erwachsenen, die das erkennen und dieses Herausstellungsmerkmal der jungen Leute zu schätzen wissen. Nämlich, dass die Dinge in Frage stellen dürfen und müssen und sollen, woran wir eigentlich nicht so ein großes Interesse haben, dass die das in Frage stellen. Und wenn man dann sagt, okay, das könnte aber sein, dass die recht haben, und sich dann mit seiner Kompetenz und seinem Wissen mit diesen jungen Leuten verbindet, dann entsteht was Wunderbares. Ich mache es mal Ja, an einem ganz einfachen Beispiel deutlich, weil das wird mir auch immer so oft erzählt. Da sitzt eine Familie so am Tisch, ne, das berichten mir dann die Leute, sie sitzen immer regelmäßig am Tisch, essen gemeinsam zu Mittag oder Abendbrot. Und dann plötzlich ist diese 12-jährige Tochter, die da auch mit dabei sitzt, die sagt, ja, Mama und Papa und hier anderen Geschwister, ich wollte euch das jetzt mal sagen, ich esse kein Fleisch mehr. genau. So, und da herrscht Schweigen erstmal, betroffenes Schweigen, weil da ist ja schon wieder die Wurst und der Braten auf dem Tisch. Und dann sucht die was anderes, Gemüse oder Käse oder keine Ahnung. Und da kommt das Muster der Erwachsenen durcheinander. Genau. Dass man unbedingt da irgendwie Fleisch haben muss oder was und dass das auch noch für die Kinder gut ist, wenn die Fleisch essen, keine Ahnung, was die da alles sich so denken. Tatsache ist, nach einem halben Jahr, ich habe noch keine Familie getroffen, wo das nicht so war, nach einem halben Jahr ist die ganze Familie vegetarisch. Ja, das Kind ist der Entwicklungshelfer für die Erwachsenen. So, und das Genau. sind wunderbare Prozesse und wenn wir unsere Kinder so großziehen könnten, dass die nicht in so eine Angst geraten, das auch tun zu können, was sie für richtig halten. Jawohl, genau. Dann hätten wir die Chance, dass wir von denen auch viel lernen können. Und in der Vergangenheit war es eben so, dass Menschen eigentlich selten machen konnten, was sie für richtig hielten, weil es ja immer viel zu starken Druck gab. Also Not und Elend und Hunger und Krieg und so. Da kann man keine freien Entscheidungen treffen. Da muss man das machen, was man machen muss, damit man am Leben bleibt. Jawohl. Jetzt haben wir aber eine Welt geschaffen, in der zumindest hier in unseren westlichen Ländern das ja weitgehend weg ist. Und jetzt brauchen wir dringender denn je junge Menschen, die mit diesen Freiheiten, die es jetzt plötzlich hier gibt, auch umgehen können. Ja, die nicht mehr verführbar sind, denen man nicht alles aufschwatzen kann. Die wissen, was sie wollen, die, obwohl sie alles könnten, nicht alles machen. Und zwar nicht, weil es ihnen verboten wird, sondern weil sie das aus innerer Überzeugung nicht wollen. So, das ist die neue Welt. Das ist die Zukunft, auf die wir hinsteuern. Und wenn uns das nicht gelingt, diese
nachwachsende Generation in die Lage zu versetzen, wirklich diese Freiheit und diesen demokratischen Rechtsstaat, den wir geschaffen haben, auch schützen und bewahren können und mit dieser Freiheit auch verantwortungsvoll umgehen können, Jawohl. dann sind wir auf diesem Planeten verloren. Dann schaffen Genau. wir das nicht. Und deshalb ist die Aufgabe, die Lehrer, wie immer sie ausgebildet sein mögen, die Aufgabe eines Lehrers ist sozusagen die wichtigste und bedeutungsvollste Aufgabe, die es in einer Gesellschaft überhaupt nur geben kann, weil Lehrer diese jungen Menschen auf ihrem Weg in diese Welt begleiten Jawohl, und ihnen genau. helfen, mit dieser Freiheit umzugehen, ja. Aber das ist ja das Entscheidende, wo du gerade jetzt gesagt hast, ist ja die Frage wie schaffen wir das, diese Zukunftsfähigkeit hinzukriegen? Und da ist unser Bildungssystem nicht hinzu in der Lage momentan. Wir produzieren mehr frustrierte Kinder als, oder so im Überblick gesehen. Wir kommen an Grenzen und wir haben Lehrer, die funktionieren müssen. Und auch der Spruch von dir im Buch ist so, es braucht ein ganzes Dorf, um das Kind zu erziehen. So, ne? Also wir sind gerade wirklich in einem großen Transformationsprozess, weil die Alten in ihrer Kohärenz bestreben, die Situation ja erhalten wollen, weil sonst so viel Energie dabei verloren geht. Und die Jugend, die von unten kommt, die sagt, so geht es aber nicht mehr weiter. Das ist ein großer Zwiespalt, in dem wir gerade leben. Und ihr zeigt ja fantastische Sachen auf hier, die Möglichkeiten geben, wie Großeltern in ihrer Freiheit nicht mehr wirtschaftlich erfolgreich sein zu müssen, Kinder begleiten können, wie eben Leute von außen Kinder wieder wecken können in ihrer Begeisterung und so. Und mir scheint, dass dieses spannende Trio, wo ihr gebildet habt im Buch, ist ja allein schon lustig, dass das sich getroffen hat. Der Gehirnforscher mit einem Rapper und mit einem Breakdancer zusammen, das ist eine ganz tolle Mixtur, wo eben in die Zukunft weist ja eigentlich, ne? Ja, es ist, also für mich war das eine sehr glückliche Fügung, weil ich natürlich als Hirnforscher und so wie ich bisher unterwegs bin, ich bin sehr ernst. Also dass wenn ich das dann so auf den Punkt bringe, da erschrickt man sich ein bisschen. Ja, genau. Und da sagt man, oh, und da weiß man gar nicht, was man machen soll. Und deshalb bin ich sehr glücklich über diese beiden jungen Leute, mit denen ich das machen durfte, weil die dann plötzlich den dermaßen etwas leicht verschreckten Leser nach dem ersten Teil abholen und ihm sozusagen für den Zauber des Möglichen eröffnen. Ne? Jawohl, wunderbar. Schließen sozusagen die andere Tür auf der es wieder rausgeht. Was Jawohl. ich aber trotzdem richtig finde, ist, dass wir uns endlich dann auch mal sehr mutig und konsequent mit den Fragen beschäftigen, die da auf uns zukommen. Diese Welt, wie wir sie kennen, gibt es nicht mehr. Die Welt, in die unsere Kinder reinwachsen, wird nicht diese Welt sein, in der wir heute leben. Die gesamten Tätigkeiten, die Menschen ausführen, wo die sozusagen lustlos damit beschäftigt sind, irgendwas zu tun, damit sie dafür Geld verdienen. Diese Tätigkeiten kann man doch auch aufschreiben. Da kann man sagen, da musst du morgens kommen, da musst du das machen, das machen, das machen, das machen. Und das ist fast egal, ob man da jetzt Fließbandarbeiter ist oder Jurist oder Wissenschaftler. Wenn ich einen Beruf habe, wo ich aufschreiben kann, was ich da zu machen habe und wo ich selbst auch durch eine andere Person ersetzbar bin, dass wenn ich es nicht bringe, dann wird ein anderer genommen, der kriegt denselben Plan, der macht es besser. Also überall dort, wo Arbeit nach einem Plan abgearbeitet wird, das machen in Zukunft Roboter und Automaten. Die können das viel besser. Das können die heute schon. Es gibt heute schon Pflegeroboter. Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass es mal jemals selbstfahrende Autos gibt, weil ich dachte, ich bin der Einzige, der sowas kann. Ja. Ja? Das heißt, da ist die Tür schon sperrangelweit auf und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis all diese Berufe, in denen Menschen sozusagen eine vorgegebene Tätigkeit, eine beschreibbar vorgegebene Tätigkeit ausführen, bis die keinen Job mehr haben. Das ist im Augenblick schon im Kommen und das wird sich auch nicht wieder ändern. Das machen die auch nicht, weil sie diese Arbeitskräfte freisetzen wollen, sondern weil einfach diese Automaten besser sind. Die machen keine Fehler, die arbeiten Tag und Nacht, die wollen keinen Urlaub, die meckern nicht. Die tun ihren Job und vielleicht muss man auch einfach mal einsehen, dass das doch auch ganz gut sein kann, wenn wir endlich
sozusagen unser Hirn und unsere Hände frei bekommen von Routinearbeiten, die einfach abgearbeitet werden. Die Freiheit fängt ja dort erst an, wo man sowas nicht mehr machen muss. So, und darauf müssen wir doch unsere jungen Leute vorbereiten. Das ist Rechtsanwälte, die einfach den ganzen Tag nach irgendwelchen Akten suchen, das kann ein Rechner. Ein Chirurg, der komplizierte Augenoperationen macht, das kann ein Automat mit einer viel sicheren, besseren Präzision besser. Selbst Diagnosen können inzwischen Automaten besser spielen, und dass sie besser Schach spielen können, ist ja auch schon bewiesen. Also das heißt, es wird in Zukunft solche Tätigkeiten nicht mehr geben. Also ich mache es mal an einem Beispiel deutlich. Der Gärtner, der seine Rosen liebt, ja, der ist unersetzbar in dieser Welt. Genauso wie der Krankenpfleger oder der Arzt oder der Jurist. Jeder, der seine Tätigkeit und das, was er da beiträgt, zu dieser Welt liebt, der hat so viel Fantasie, der hat so viel Umsicht, der hat so viel Engagement, das kann kein Rechner. Der ist von innen heraus drin in dem Job. Und der Gärtner, der seine Rosen liebt, der sieht eben auch Dinge, die der beste Automat nicht sieht. Und deshalb wird der immer seinen Job behalten. Aber der andere Gärtner, der seinen Dienstplan abarbeitet und mit dem Laubbläser auf dem Rücken da irgendwo durch den Garten zieht, den kann man dann auch noch durch einen Roboter ersetzen, der diesen Rucksack da aufgesetzt bekommt. So, und das heißt, wir sind im Augenblick eben doch alle noch ein bisschen naiv. Und uns fehlt diese Vorstellungskraft, und es steht uns sozusagen vor der Tür. Es scheint schon durch alle Ritzen durch, diese andere Welt. Und wir hätten doch lieber, wenn es nicht so käme. So, und da sage ich einfach, nein, das wird so kommen, und es ist auch richtig, dass es so kommt. Menschen haben immer Maschinen erfunden, um sich die Arbeit zu erleichtern, und das hat uns ja auch befreit von diesen furchtbaren Situationen, wo wir jeden Tag nicht wussten, was wir abends zu essen haben. Und jetzt haben wir Maschinen, mit denen wir, die also als digitale Geräte wirklich irrsinnige Möglichkeiten bieten als Werkzeuge. Wir reden jetzt nicht über den Missbrauch digitaler Geräte als Instrumente zur Affektregulation. Also die ganze Pornoindustrie und die Chatrooms und die ganzen Ballerspiele und was es da noch so gibt. Das ist alles, das hat jetzt mit dem, worüber wir reden, nichts zu tun. Wir reden darüber, digitale Geräte als Werkzeuge. Es wäre absurd, diese Geräte, wenn sie denn da sind, nicht in ihrer ganzen Einsatzbreite auch einzusetzen. Und damit wird der Mensch befreit von Dingen, die er bisher selber tun musste. Das macht jetzt der Rechner. Wunderbar. Aber dann heißt doch die Frage, was machen denn junge Menschen, wenn die plötzlich nichts mehr zu tun haben? So. Und wenn die dann in der Schule nichts anderes gelernt haben, als Aufgaben abzuarbeiten. Da ist dann keiner mehr da. Aufgaben abarbeiten kann der Rechner. Jawohl, genau. So. Und diese, das sind Fragen, die muss man einfach so in dieser Schärfe auch stellen. Es sind ja noch ein paar andere solche Zukunftsvisionen, die da mal ein bisschen wo ich versucht habe, die auf den Punkt zu bringen. Und da wird einem ganz schwummerig. Also das sagt man hier in dem Kreis, wo ich hier bin, in diesem Kulturkreis. Schwummerig heißt, der wird einem ganz komisch im Bauch. Genau, richtig. Und dann kommen die Leipziger und nehmen den so verstörten und verunsicherten Leser bei der Hand und sagen ihm, hey, es ist ganz einfach, es geht. Und du brauchst dich nicht zu sorgen, sondern das macht sogar Freude, wenn man junge Menschen dabei begleitet, wie sie sich das aneignen, was wir Bildung nennen. Ausbildung brauchen sie auch, aber das holen die sich schon. Bildung. Mhm. Und die zentrale Komponente dieser Bildung heißt, ich will diese Welt gestalten. Ich will mein Leben selbst gestalten. Ich will selbstverantwortlich gucken, was ich kann und wo ich mich einbringen kann. Ich will nicht funktionieren wie ein Automat. Diese ganzen Versuche, sich selbst zu optimieren, damit man noch besser in dieses Funktionssystem passt, was demnächst sowieso von Automaten übernommen wird, das führt am Ende dazu, dass man glaubt, der Mensch müsse verbessert werden, damit er besser zu den Automaten passt, die er hergestellt hat. Das ist ja absurd. Ja. Und da müssen wir unseren jungen Menschen helfen, aus dieser Verirrung
herauszufinden und zu gucken, was los ist. Und ich glaube, dass die meisten jungen Leute das schon erkennen und aber immense Schwierigkeiten mit unseren altmodischen Vorstellungen haben, wo wir dauernd sagen, du musst doch aber einen guten Beruf haben, du musst doch aber Rechtsanwalt, Arzt oder sonst was werden, sonst wird aus dir nichts. Nee, vielleicht wird gerade deshalb was aus denen, weil sie das nicht anstreben. Genau. Weil sie nicht danach gehen, wie gut das Abitur ist, sondern weil sie eher nach dem gehen, was sie wirklich interessiert im Leben, was sie mit diesem Leben, was ihnen geschenkt worden ist, dann auch anfangen wollen. Könnte genau. sein, dass die viel erfolgreicher werden, wenn man Erfolg überhaupt in Zukunft noch als Begriff verwendet. Aber das heißt, wir müssen Räume schaffen, wo diese Kreativität, so diese Selbstwirksamkeit erprobt werden können, wo diese Würde in sich selber auch wachsen kann, dass man eben auch nicht gefangen werden kann von irgendwelchen Interessen anderer. Das muss ja, da müssen ja Räume entstehen, die den Jugendlichen, aber auch den Erwachsenen die Möglichkeit geben, sich wieder zurückzuerinnern oder eben das Neue wachsen zu lassen. Das ist, glaube ich, die große Aufgabe, wo wir vorstehen jetzt, denke ich mir. Ne? Ja, und da hatten wir aber vorhin darüber gesprochen, in dem Augenblick, wo wir uns sicher sind, was bedeutsam ist, was ja. wir wirklich, dann machen wir das auch. Da muss gar nicht viel okay. geschaffen werden. Was wir im Augenblick haben, ist, wir wissen gar nicht, was wir wollen. Wir fügen uns in Vorgaben. So ist es eben, da muss man das machen und dann halten wir das deshalb für bedeutsam, weil es schon immer so war. Nee, vielleicht ist das andere viel bedeutsamer. Und wenn wir uns da erklären, dass das viel bedeutsamer ist, dass kein Kind jemals in einer Einrichtung, die sich Bildungseinrichtung nennt, seine Freude am Lernen verlieren darf, dann ist das eine zentrale ein zentraler Bedeutungswandel. Da geht es nicht mehr um Abschlusszensuren, da geht es noch nicht mehr um Schulbesuch, ja. da geht es nur noch um die Frage, wenn das ein junger Erwachsener ist, hat der noch seine Freude am Lernen oder hat der schon null Bock auf Schule und dann natürlich auch auf Arbeit. Wenn er seine Freude am Lernen aus der Schule mit rausbringt, der ist dann auch gerne tätig. Ja. Und zwar sogar egal, ob er dafür bezahlt wird oder nicht, der macht was. Das ist richtig. Und was der macht, ist durch keinen Computer und keinen Automaten oder Roboter dieser Welt ersetzbar, weil das ist Engagement. Das kommt aus ihm raus. Dem fällt dann ein, wie er was machen könnte. Das kann einem Computer, der von irgendjemandem programmiert worden ist, gar nicht einfallen. Das ist doch der große Vorteil. Das merken jetzt auch die Leute, die diese künstliche Intelligenz entwickeln. Die merken ja, dass da eine große Limitierung da ist in ihren ganzen Programmen, dass sie fast eigentlich jetzt schon zugeben, dass sie nicht weiterkommen. Die digitale Geräte, also Computer und Automaten, haben keine Bedürfnisse. Wow. Hätte man mal drauf kommen können, ne? So, und weil die keine Bedürfnisse haben, können sie auch keine Vorstellung entwickeln, wie sie dieses Bedürfnis stillen. Jawohl. Ja, und weil sie gar nicht wissen, was ihr Bedürfnis ist und wie sie es stillen können, können sie keinen Willen entwickeln, es auch zu machen. Das heißt, die Intentionalität, dass man etwas will, ist ein Herausstellungsmerkmal des Menschen. Ja. Und dieses tiefe Vermögen, dass man spürt, dass da irgendwas nicht stimmt und dass man das jetzt anders machen will, das kann auch kein Rechner. So, und das wäre, eigentlich müsste man das stärken. Also die Vorstellungskraft und die Willenskraft. Das wären die beiden Komponenten, die man in der Schule stärken müsste. Ja, super, dann sind wir ja wirklich an einen Punkt gekommen, wo das herauskristallisiert ist, wo eigentlich das Thema ist. Menschwerdung selbst initiieren können. Genau. Da hattest du ganz am Anfang vom Buch erzählst du von diesen Seelengrundbedürfnissen, die hast du vorhin schon erwähnt, aber einfach nochmal, um das nochmal kurz herauszukristallisieren. Also wir haben seelische Grundbedürfnisse da kristallisierst du zwei besonders heraus, einfach, dass das nochmal ganz deutlich wird. Das ist ja wirklich ganz ein wichtiger Aspekt, der uns ausmacht und der hängt sich, glaube ich, jetzt gerade an deinen Gedankengang an und das wäre nochmal froh, wenn du das nochmal kurz mal erklären könntest. Was sind diese Grundbedürfnisse, die wir eigentlich so grundlegend haben, damit das nochmal deutlich wird für die Leute, die zuhören. Das ist uns ja allen, glaube ich, so bewusst, dass das Leben ein Prozess ist und nicht ein Zustand. Und dass es in diesem Prozess um etwas, dass da etwas stattfindet, was wie ein Wunder ist, aber das nennt man Entfaltung. Da entfaltet sich was. Jetzt im Frühling, diese Knospen, die da sind, da, ja. Es entfaltet sich was. Auch jedes Kind ist in einem Prozess, wo sich etwas entfalten will. So.
Und da könnte man den schönen Satz sagen, das sind Möglichkeiten, die in dem Kind oder in der großen Knospe angelegt sind, so versteckt, Jawohl. und die sich jetzt entfalten. Ja, Jawohl. und das ist die Möglichkeit, ist das Potenzial, und was da stattfindet, ist Potenzialentfaltung. Jawohl. So, und diese Potenzialentfaltung ist das Grundmerkmal alles Lebendigen. Die geht vor, die würde immer passieren und wird auch Ja. immer passieren, solange es Lebendiges gibt. Das Einzige, was man schaffen kann, vorübergehend als vernunftbegabtes Wesen, ist, dass man den Prozess aufhalten kann. Also ich Ups. kann jetzt sozusagen die Rosenknospe abschneiden, Ja. oder ich kann das Kind unter Bedingungen bringen, wo es sozusagen sich nicht mehr entfalten kann, sondern wo es reagieren muss. Und das Schlimmste ist, dass man Kinder unter Bedingungen bringt, wo sie ihre beiden Grundbedürfnisse, das wäre wie bei der Rose, das Licht und das Wasser, ja, wenn man dem Kind das nicht mehr zur Verfügung stellt. Und diese beiden Grundbedürfnisse heißen, die bringen die Kinder schon aus dem Mutterleib mit. Das eine ist das Bedürfnis nach Verbundenheit und das andere ist das Bedürfnis nach Autonomie. Wie schön. Wow. Ja, so, und jetzt, wenn ein Kind tatsächlich so groß werden kann, dass es gleichermaßen sich verbunden wie auch frei fühlt, Jawohl. der zu sein und die zu sein, die es ist, und trotzdem in dem festen Bewusstsein, dass was immer geschieht, es nie aus dieser Verbundenheit mit den anderen herausfällt, dann wäre so eine Gemeinschaft, in der das möglich ist, eine Potenzialentfaltungsgemeinschaft. Nebenbei Cool. gesagt, die einzig lebendige Form einer Gemeinschaft, weil alles andere wären ja Potenzialunterdrückungsgemeinschaften. Richtig. Die sind gegen das Leben. Und Jawohl. das sieht man dann ja auch, wenn Kinder in solchen Gemeinschaften groß werden, wo sie nicht sich entfalten können, sondern wo jemand versucht, sie wie so ein Obstgärtner als Spalierobst zurechtzuschneiden, um es jetzt mal so furchtbar zu übertreiben, dann hat man keine Entfaltungsprozesse mehr, sondern dann haben die Kinder, Gott sei Dank, im Gegensatz zu den Apfelbäumen, denen das geschieht, die sind dann ein bisschen wehrhaft. Also dann heißt, die Ja. Kinder werden, es gibt kräftige Kinder, die sind rebellisch. Wenn man die nicht sieht, machen die so lange Zirkus, bis sie gesehen werden. Dann bekommen sie die Diagnose ADHS und Ritalin. Zum Beispiel. Okay. Das ist dann die Vergewaltigung, die Ja, da genau. stattfindet. Und es gibt Kinder, die, wenn sie spüren, dass sie nicht dazugehören dürfen, in sich das Bedürfnis unterdrücken, überhaupt noch dazugehören zu wollen. Okay. Ja, dann haben die haben kein Bedürfnis mehr dazu. Die machen alles kaputt. Jede Gemeinschaft, wo die anderen Kinder sagen, komm doch, spiel mit uns, die hauen alles kaputt. Das sind bittere Erfahrungen, die Kinder machen mussten. In ihrem Bemühen um Zugehörigkeit sind sie so sehr verletzt worden, dass sie das Bedürfnis nach Verbundenheit und Zugehörigkeit in sich selbst im Hirn mit Hilfe von hemmenden Netzwerken so weit unterdrücken mussten, dass das am Ende nicht mehr da war. Es gibt Kinder, die haben Jawohl. keinerlei Bedürfnis nach Zugehörigkeit mehr. Es gibt Kinder, die haben auch keinerlei Bedürfnis nach Autonomie und Entdeckerfreude mehr. Die funktionieren nur noch, machen alles, wie es ihnen gesagt wird. Und das ist alles halbtot, ne? Und hat mit Potenzialentfaltung eben nichts zu tun. Und wir wissen alle, dass das im letzten Jahrhundert durchaus für die gesamte gesellschaftliche Entwicklung und das, was die im letzten Jahrhundert angestellt haben, wurden solche Leute gebraucht. Ne? Also solche Leute gehen in den Krieg und solche Leute tun auch das Gas in die Gaskammern, weil die machen immer das, was ihnen andere sagen. So, und solche Leute stellen sich auch den ganzen Tag an so ein Band und bedienen irgendeinen Hebel. Und dafür waren die Schulen, in denen Kinder und Jugendliche mit Dressurmethoden abgerichtet worden sind. Meine Mutter wurde immer noch mit einem Stöckchen auf die Hand geschlagen. Inzwischen wird ja nicht mehr geprügelt, aber dafür wird mit Belohnungen und Bestrafungen Ja. trotzdem ja noch gearbeitet in Form von guten und schlechten Zensuren oder guten und schlechten Schlimm. Abschlüssen. Das sind also Dressurmethoden und solche dressierten Affen braucht die Zukunft nicht mehr.
die kann man in dieser Welt, in die wir jetzt hineinwachsen und die wir geschaffen haben, nicht mehr gebrauchen. Da werden junge, kreative Leute gebraucht, die wirklich auch, die sich entfaltet haben, die das, was in ihnen drin ist, auch rausgebracht haben und nicht zu so einem verklemmten Kümmerling ihrer sind, der dann nur noch irgendeine Rolle spielt und Ja. spielen will. Jawohl. Ja, und das ist natürlich alles ein bisschen sehr revolutionär. Aber ich bin da auch mir selbst verpflichtet. Ich bin Biologe und ich kann ja nicht so tun, als ob es diese biologischen Gegebenheiten als ob die nicht existierten. Leben Ja, will genau. sich entfalten. Und wir als Menschen können, wir verdanken diesem Umstand, dass sich das Leben entfaltet, unserer Existenz. Und natürlich habe ich Verständnis dafür, dass wir uns da vorübergehend ein bisschen wie die Verirrten orientierungslos umherlaufen. Aber das heißt doch nicht, dass wir nicht die Möglichkeit hätten, wieder zurückzufinden in dieses, Ja, aber. in dieses, in diesen großen Prozess der Entfaltung des Lebendigen. Sehr So, gut. dann sind wir wieder drin. Und vielleicht braucht man da auch ab und zu sowas wie Angst und Erschütterungen, damit man wieder zurückfindet. In diesem Sinne wünsche ich allen, Ja, die genau. Und hier ich denke, in dem zuhören. Sinne ist auch das, was ihr da gemacht habt, eine ganz tolle Wegleitung. Einmal am Anfang des Buches deine biologische, neurobiologische Grundlage, die schon sehr interessant ist zu lesen. Und dann mit den beiden Co-Autoren Marcel Heinrich mit Senf wirklich eine Abenteuerreise in dieses neue Erwecken von dem Aufblühen, von dem Gestalten können. Das ist eine ganz tolle Reise und ich kann das nur jedem empfehlen, sich da, der ein bisschen mit Kindern oder mit Jugendlichen zu tun hat, mit auf die Reise zu gehen mit Gerhard Hüther und Marcel Heinrich mit Senf in eine begeisternde Möglichkeit, wie wir Zukunft ermöglichen können den Kindern. Und ich denke, dass wir uns damit auch ein Stück auf die Reise nehmen können. Mir scheint, dass das da sehr gelungen ist und ich habe mich jetzt sehr gefreut, mit dir darüber reden zu können. Ja, was bleibt dir zum Schluss von unserem Gespräch noch zu sagen? Was ist da ein letzter Wunsch oder Satz, den du uns noch mitgeben möchtest. Also vielleicht ein Satz zu dem Buch. Das ist genau zu Beginn der Corona-Krise erschienen. Ja. Und das ist das, was ein Buch nicht gebrauchen kann. Dass dann praktisch die ganze Aufmerksamkeit in der Gesellschaft ganz woanders hinfließt. Also Ja. das ist, eigentlich ist es ein Flop. Und kann das, was es eigentlich soll, gar nicht mehr bewirken, weil jetzt ist schon wieder die Aufmerksamkeit woanders. Aber das passiert eben, das kann passieren und es ist ja auch schön, wenn wir trotzdem jetzt drüber reden und vielleicht auch manche Leute, die uns hier zuschauen, auf die Idee kommen, sich nochmal das zu besorgen und da reinzuschauen. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich einfach auch am Ende dieses Gesprächs nochmal sagen muss, das ist alles nicht so schwer. Also wir machen uns das alles zu kompliziert. Vielleicht ist es alles, ich glaube sogar ganz fest daran, dass wenn wir mal die Kurve gekriegt haben, dass wir dann alle sagen werden, wie konnten wir uns denn das so schwer machen? Ja, okay. Und diese Zuversicht leite ich daraus ab, dass es dann ein dem Leben innewohnendes Prinzip ist, dass es diesen Zustand immer wieder anstrebt, in dem möglichst wenig Energie verbraucht wird. Das gilt ja nicht nur für unser Hirn, das gilt ja für alles, was lebendig ist. Genau. Wenn es das nicht schafft, dass es den zur Aufrechterhaltung ihrer Struktur notwendigen Energiebedarf minimiert, zerfliegt das System, dann wirkt der zweite Hauptsatz der Thermodynamik und alles verteilt sich gleichmäßig im Weltall. Da das Leben auf diesem Planeten nun aber schon so weit gekommen ist, dass sogar so etwas Verrücktes wie wir dabei herausgekommen sind, gehe ich davon aus, dass das kein Irrläufer ist, der da passiert ist, sondern ich gehe davon aus, dass Leben immer, wenn es genug Zeit hat, dazu führt, dass eine Lebensform entsteht, die bewusstseinsfähig ist, die sozusagen in der Lage ist, das zu erkennen, was sie selbst hervorgebracht hat. Jawohl. So, und das wäre eigentlich unser Auftrag als Menschen. Zu erkennen, was uns hervorgebracht hat und das dann zu bewahren, mit anderen Worten, die Vielfalt des Lebendigen auf diesem Planeten zu bewahren. Eigentlich geht es gar nicht anders.
Und wenn wir das jetzt nicht hinkriegen, ja Gott, ich habe mal gerechnet, das ist ja von dem Augenblick, als die Würmer entstanden sind im Meer, bis Ja. zu uns, das ist ja ein paar Millionen oder so Jahre und so. Aber man kann ja mal rechnen, bis die Sonne verglüht und die Erde kaputt ist und nicht mehr existiert, das dauert viel, viel länger, um damit kann man so rechnen. Wenn es immer wieder, wir packen es jetzt nicht und es fällt alles zurück, alles ist kaputt und es muss wieder bei den Würmern losgehen. Jawohl. Das würde wieder zu einer bewusstseinsfähigen Spezies führen. Und diesen Zeitraum, der da uns noch auf diesem Planeten, der dem Leben auf diesem Planeten noch zur Verfügung steht, um so eine Spezies hervorzubringen, die dann tatsächlich mal aufpasst. Da hat das Leben auf dieser Erde noch ungefähr 20 Versuche. Wir Wow, sind okay. der Erste. Und das muss nicht gleich beim ersten Mal klappen. Wenn wir zu blöd sind dafür, dann fängt es eben wieder, und wir machen alles zunichte, dann fängt es wieder irgendwo an. Irgendwas wird übrig bleiben, ein paar Würmer an irgendwelchen Tiefsee-Dingern, wo wir nicht hinkommen, und da geht es wieder weiter. Also Ganz deshalb lehnen Sie sich zurück, es wird schon. Ja, Das ist versuchen, sehr. krampfhaft in irgendwelche Prozesse reinzugehen und andere Leute zu verändern, das geht sowieso nicht. Der Einzige, den Sie Ja. verändern können, sind Sie selbst. Und die schönste Veränderung, die Sie mit sich selbst anstellen können, ist, dass Sie irgendwie versuchen, ein bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen als bisher. Das reicht schon. Wenn man mit sich selbst liebevoller umgeht, geht man auch mit den Kindern liebevoller um. Und man geht auch mit der Welt liebevoller um und mit den anderen. Also das ist eigentlich das Einzige, worum es geht. Das ist so einfach, liebevoll, etwas liebevoller nur wenigstens, mit sich selbst. Der Rest kommt von allein. Ich wünsche Merci Ihnen viel, allen viel noch einen mal für schönen diese. Tag. Ganz herzlichen Dank für diese tollen Abschlussworte. Ich wünsche dir auch noch einen ganz tollen Tag und freue mich aufs nächste Gespräch. Ich hoffe, dass wir mit unserem Beitrag ein bisschen dazu beitragen können, dass ein paar Leute mehr Lust haben darauf, sich das Buch zu kaufen und da hineinzuschnuppern. Und ja, dann hoffe ich, dass es vom Flop dann doch zum Top wird. Und ja, wünsche dir alles, alles Gute. Es geht ja nicht um den Verkauf, es geht ja um die Verbreitung. Nein. Und das Eben, das Buch meine ich. verbreitet sich nicht, wenn die Leute mit anderen Sachen beschäftigt sind. Genau. Aber deswegen, das meint ihr auch. Es geht nicht darum, jetzt hier dann einen Bestseller-Oming zu machen. Es geht ja darum, dass die Leute in diesen Bewusstseinsprozess kommen. Wie du sagst, bewusstseinsbildende Spezies. Herzlichen Dank. Alles Sehr Gute. gerne und alles Gute.